Hallo und herzlich willkommen bei Dieter Heindorf, Sightseeing bei Coach Driver. Heute in Flam, in Norwegen. Gestern hatten wir einen Seetag und wir sind heruntergekommen vom Geiranger Fjord. Morgen geht's weiter nach Stavanger. Der erste Teil des heutigen 8-stündigen Ausfluges bewältigen wir mit der Flamsbahn. For din egen sikkerhet, bør vi deg lese våre sikkerhetsoppslag ombord. Disse finner du i enden av hver vogn. Ich möchte Sie im Namen des Zugpersonals recht herzlich zu dieser Reise mit der Flombahn begrüßen. Die Fahrt beginnt in Flom am Eirlandsfjord und führt hinauf zum Bahnhof Myrdal an der Bergenbahn, 866 Meter über dem Meer. Die Flombahn ist 20 Kilometer lang und die Fahrt bis Myrdal dauert etwa 60 Minuten. Unterwegs bewältigt die Bahn Steigungen bis zu 55 Promille. Für Ihre eigene Sicherheit möchten wir Sie bitten, unsere Sicherheitsinformationen zu lesen. Diese finden Sie am Ende jedes Wagens angeschlagen. Die Bahn gehört mit zu den steilsten Attentionsbahnen auf der Welt. Getoppt wird es wohl nur von der Rätischen. Pausen gab es dann an solchen Dingen wie an dem Wasserfall. Man beachte die junge Dame. Na, gesehen, von mir da an ging es dann weiter mit der Bergenbahn der NSB. Endpunkt für uns war Voss. Voss mit dem alten Hotel von 1880, dem Fleischerhotel. Dort wurde Mittag gegessen. Nach der mittäglichen Pause ging es dann weiter mit einem Scania-Bus Richtung Stahlheims Kleiber. Dieser Ausblick
und die Abfahrt ist eine touristische Attraktion. Auf der einleitenden Google-Aufnahme kann man gut die 13 Kurven sehen. Also, dann mal los! Kommen wir bis zum Stahlheims Kleiber. Und die Kleiber, das heißt, das ist ein steiler Weg. Und wie gesagt, müssen die Postboten mit die Pferde nach oben und nach unten fahren. Jetzt ist das nur eine schmaler Weg. Und man sieht, das ist 18% nach unten, das ist nicht die 18% der Leute, dass das überleben, aber nur 18% nach unten. Aber unsere Fahrer hat eine Ausbildung gemacht, dieses Weg zu nehmen. Hier am rechten Seite gibt es ein Monument für Per Sivle, das ist einer von den norwegischen Dichtern, eine Schreiber. Aber ich erzähle darüber noch ein bisschen später. Also dieses Stahlheim-Klaver, alle unsere Fahrer müssen eine Ausbildung machen, um dieses Weg nach unten zu fahren. Das ist noch nicht so lange, dass die Weg nur nach unten genommen kann werden, weil bis zum 2000 Fahrer sind beide Richtungen. Es sind 13 Kurven, also erheblich weniger als am Stilfser. Der Haken ist hier, dass zwischen den Kurven kaum Platz ist und die Straße sehr, sehr eng. Ganz schön mutig mit den Bremsen bei diesem alten Auto. Unsere örtliche Reiseleiterin war alles andere als eine Norwegerin. Sie war eine Belgierin und kam aus Gent, also aus dem flämischen Teil Belgien. Alles andere als norwegischer Dialekt. Gastarbeiter sind hier normal. Ich sollte auch dort bleiben, als Busfahrer. Zum Beispiel für das hier. Also dieses Weg ist nur geöffnet von 1. Mai bis zum Ende September, weil es sehr viel Schnee gibt hier in dieser Region. Und das ist sehr schwierig nach unten oder nach oben zu fahren. Also man entfernt dieses Weg dann im Winter. Und hier am linken Seite können wir die Sivlefossen anschauen. Das ist eine Höhe von 172 Meter. Und am oben von diesem Gebirge können wir das Bauernhof sehen, wo Per Sivle, den Dichter, gewohnt hat.
Er ist geboren in Auerland, aber seine Mutter ist gestorben und dann hat er die Jugendliche hier und das Leben hier durchgebracht am Bauernhof. Und in Norwegen gibt es drei offizielle Sprachen. Also wir haben das Sami, die Sprache von der Sami, von den Sami-Leute im Norden von Norwegen. Sie leben auch noch in Finnland, in Russland und in Schweden. Aber Norwegen ist das einzige Land, wo die Sprache offiziell ist. Und dann haben wir das Bokmål und das Nynorsk. Und das Bokmål ist eine sehr große Sprache mit vielen Dialekten dazu, weil wir haben eine große Influenz von Dänemark und Schweden. Und dann hat eine Person gesagt, okay, ich sammle alle gesämtlichen Worte von das Bokmål und ich mache eine neue Sprache und das ist dann das Nynorsk. Und Per Sivre war die erste Dichter, das Geschichte und Buchen geschrieben hat in Nynorsk. Und dafür ist es eine von den meist wichtigen Personen in Norwegen. Machen müssen diese Männer nicht mehr nach das Leger gehen. Sie haben schönes Respekt von das Land und von dem König, also nicht mehr in das Leger. Und am linken Seite können wir schön die Gebirge sehen, die Gebirge mit der runden Spitz dazu. Das ist Jordalsnüten, 1400 Meter Höhe. Und es gibt einen Drachen dazu. Es gibt eine siebenkopfige Drache. Und Per Sivre hat eine Geschichte darüber geschrieben. Es gab einen englischen Mann und mit einem Hund. Und er wird gerne diese Drache überwinden, aber nur die Hund ist zurückgekommen. Und die Hund ist mit Per Sivre alt geworden und er hat eine Geschichte darüber geschrieben. Nur ein Hund. Und das ist im Nynorsk und eine sehr wichtige Geschichte hier in Norwegen. Also hier am linken Seite noch einmal die Sivre Wasserfall. Vorne von diesem Bus können das schön sehen, die Brücke, die Holzbrücke hier im Vorne. Das ist das Ende von die Kleiva. Also vielen Dank am Busfahrer. Wir machen eine Klapp. Dankeschön. An den Busfahrer. Und dann, wir haben das überlebt, also 100%. Hat es überlebt jetzt. Und einmal ein bisschen wieder zur Seite, wo die Drachen, die siebenkopfigen Drachen wohnt, ist eine Berge komplett aus Anorthosit. Und Anorthosit ist eine Gesteinte hier in dieser Region, nur in dieser Region, ein bisschen in Kanada und in Russland, aber es gibt 200.000 Tonnen Anorthosit hier. Und das Anorthosit wird gebraucht für die Wege, für das Asphalt. Und das ist auch ein Bestandteil von der Zahnpasta. Also jedes Tag, wenn wir die Zähne putzen, brauchen wir das Anorthosit. Und 2014, aber wir sind noch zufrieden, wir können noch ein bisschen warten. Thank you.
Wir sind dann abgebogen nach Gudfangen, einem kleinen Ort, Touristenort am Ende eines Fjordes mit Fähranlegern und so weiter und einem Wikingerdorf. Nur war die Zeit so knapp bemessen mit 20 Minuten, das mache ich noch nicht mal auf der Autobahn mit Schulkindern für Pipi machen. Das war also völlig daneben. Dann ging es weiter durch einen, den zweitlängsten Tunnel Norwegens und auf der anderen Seite kamen wir in Flam raus und kamen wieder zurück zum Schiff. Das heißt, das ist eine Tunnel von 11 Kilometern und 400 Metern und das ist die zweitlängste Tunnel von Norwegen. Hier am linken Seite noch ein Blick über das Nerøyfjord und wie gesagt das Vikingdorf mit den Holzen. Und ich habe schon erzählt, dass es viele Steinlawinen gibt hier und die Steinlawinen haben einen Druck, einen Winddruck mit sich. Und da ist dafür, dass wir den Tunnel beginnen mit einer Kurve. Auch am Ende von dem Tunnel gibt es eine Kurve, also die alle Leute können das sehen, wenn wir am Ende sein. Aber die Kurve sorgt dafür, dass es kein Windeffekt, kein Vakuumeffekt in die Tunnel auftreten. Wie heißt das so schön im Englischen? Thanks for watching and choosing us. Und im Deutschen sage ich immer dann am Ende eines Videos tschö, wa? Ich hoffe, es hat viel Spaß gemacht, ein bisschen gezeigt von Norwegen. Ein tolles Land, ein toller Ausflug, eine tolle Grüße.